Hallo und herzlich willkommen zur Traumflieger Equipment Demo. Heute geht es um ein Carbon-Stativ von Serui. Hier in meiner rechten Hand, rechts neben mir schon zu sehen, ein Serui N1204SK. Ja, was ist das Besondere an dem Stativ? Das ist noch relativ frisch am Markt. Das Design ist von Serui generell auch für andere Stative etwas überarbeitet worden. Nämlich, wir haben jetzt hier bei den Stativbeinen so eine leichte S-Form, ist so leicht gebogen, soll die Stabilität etwas erhöhen. Und ja, zu dem Thema komme ich gleich noch. Also ein Carbon-Stativ von Serui. Serui hat sich ja wirklich einen hervorragenden Namen durch sehr hochqualitativ hochwertige Stative gemacht. Hoch ausziehbar. Ich selbst bin 1,88, zumindest das letzte Mal, als ich nachgemessen hatte. Und wie man sehen kann, mit Kamera oben drauf, ja, ich kann jetzt wirklich gerade stehen und durch den Sucher der Kamera durchgucken, ohne mich noch irgendwie krumm machen zu müssen. So eine Höhe kann man natürlich immer mal wieder gebrauchen. Normalerweise stört es nicht, wenn man sich so ein bisschen beugt, das erhöht ja die Spannung. Aber je mehr Höhe man nutzen kann, man hat ja auch mal Motive, die ein bisschen höher angesiedelt sind. Oder man möchte die Perspektive etwas höher ansetzen, vielleicht von oben herab und dann den Hintergrund gestalten. Also Höhe kann man eigentlich immer gut gebrauchen, auch für Gestaltungsfragen. Das ist ein Carbon-Stativ der absoluten Luxusklasse. Und hervorragend ausgeführt. Also die Qualität, die Stabilität, die Gängigkeit. Ich habe es jetzt schon ein bisschen länger im Einsatz und wir haben uns das von Serui gekauft. Serui hat uns jetzt nicht gebeten, dafür irgendwie Werbung zu machen, aber wir haben es natürlich im Traumflieger-Shop, das Stativ. Ich bin natürlich auch Makro-Freak, das wissen viele. Wir haben ja die Traumflieger Makrowelt und ein Fokus-Stacking-Buch ist in Vorbereitung. Pilze als Kunstwerk und ja, ich habe auch schon viele Kamerabücher geschrieben, vor allem für Canon, DSLR. Da habe ich natürlich eine gewisse Praxis und auch viel Erfahrung mit verschiedenen Stativen. Und das ist ein Stativ, was ich persönlich als Berufsfotograf, kann man eigentlich sagen, oder Berufsjournalist vielleicht oder Berufs-Photoshop-Inhaber, wie man es auch nimmt. Das ist also so eine Mischung aus allem. Das ist ein Stativ, was in der Summe so hervorragend ist, dass es meine erste Wahl darstellt im Moment. Ich kenne eigentlich nichts Besseres in der Summe der Funktion. Ja, und was es kann und was mich da begeistert, es gibt auch Punkte, wo ich sage, naja, das könnte man vielleicht sogar noch besser machen. Das will ich Ihnen hier in diesem Video einmal erzählen. Ja, schauen wir uns mal kurz ohne Kamera die Features an. Interessant ist natürlich das Packmaß. Ich lasse mal den Stativkopf drauf. Das Stativ wird ohne den Kopf geliefert. Das ist so eine Preisklasse um 370 Euro. Also schon im oberen Segment angesiedelt, aber es lohnt sich. Das hat es nämlich in sich. Also Überklappfunktion verkürzt das Packmaß, umschließt dann einen Stativkopf. Hier habe ich einen Kugelkopf von Serui. Da bin ich nicht so der Superfan von den Serui-Kugelköpfen, aber wenn man sich zum Beispiel bei Amazon die Sternewertung anguckt, scheint er sehr beliebt zu sein. Kommt auch immer darauf an, wie man ihn nutzt. Ja, also Packmaß von 47 cm. Das ist also ein faires Packmaß, nicht zu lang. Also das klemme ich mir oft auch in, ja, wenn ich einen Fotorucksack habe, einfach in die Halteschlaufe, in die Schulterschlaufe rein. Aber es gibt im Lieferumfang auch eine Textiltasche, sehr schön gemacht. Hier ist sogar noch eine Außentasche. Und da komme ich dann später noch mal kurz zu. Also so sieht das aus. Wenn man das transportiert, die Beine sind gerastet und gefedert. Also drei Rastpositionen, muss ich nicht irgendwie nachdrücken. Ist automatisch gefedert, rastet automatisch ein. Und ja, ich kann das natürlich entrasten. Und dann rastet das automatisch zurück. Hier ist also so ein Metallbutton.
Ja, das Ganze ist dann aus Carbon gefertigt und hier haben wir, ich meine, das Magnesium. Die Schulter ist aus Magnesium, aber jetzt ein Qualitätskriterium, was mir bei Serui ausnahmslos hervorragend gefällt, das ist die Gängigkeit der Beinsegmente. Die fahren nämlich automatisch raus, ohne dass ich sie nachziehen muss. Das ist sogar auch bei den leichteren, Serui hat auch noch leichtere Reise, Ultraleichtstative, da ist das auch so. Und das hat mich immer begeistert, weil das hat jetzt, das ist nicht nur Luxus und Komfortfunktion, weil ich brauche, wenn ich, sagen wir mal, Naturfotografie mache, sprechen wir mal von der Makrofotografie, dann sehe ich mein Motiv auf einer gewissen Höhe und ja, marschiere jetzt zum Motiv, habe es entdeckt und baue jetzt mein Stativ auf und sehe, ah, nehmen wir mal das so an, Mittelsäule muss man ja nicht unbedingt immer voll ausfahren, dann habe ich auch noch Potenzial. Okay, haben wir jetzt auf einer Höhe, gehen wir mal von einem Meter aus, so ungefähr so. Dann lasse ich hier die Beine unten rausfahren, bis ich meine Zielhöhe erreicht habe. Und brauche jetzt nicht irgendwo noch lange nachziehen und operieren. Jetzt habe ich meine Zielhöhe. Und so kann ich im Prinzip jede andere Höhe auch erreichen. Und ja, das ist komfortabel, aber es ist auch ein Geschwindigkeitsvorteil. Geht natürlich viel schneller, als wenn ich nochmal irgendwo die Segmente nachziehen muss und so weiter. Und die Gängigkeit, nach meiner Erfahrung, wir haben auch andere Serui-Stative, hält sich auch unbegrenzt. Also ich habe noch nie ein Problem gehabt, dass ich mit diesen Stativen irgendwo dann Schwierigkeiten hatte und dann war es nicht mehr gängig. Das will ich nicht ausschließen, das kann natürlich auch mal verschmutzen, je nachdem wie man es einsetzt, aber wir nutzen das relativ robust, also so querfeldein, sehr intensiv. Ich hatte es auch schon eine komplette Woche, 7 Tage in der Vulkaneifel, da werden wir auch noch ein Video zu machen, was wir da im Einzelnen fotografiert haben. Aber da hatte ich es auch im Makroeinsatz, auch, ja, wir hatten 10-Stunden-Tage von morgens bis abends, ging es in die Natur, Makrofotografie, durchaus robust, hatten auch mal einen Regenschauer zwischendurch. Ja, super, einwandfrei, alles mitgemacht, die Gängigkeit ist geblieben. Es gibt nur eine Kleinigkeit, das hat man auch bei dem einen oder anderen Stativ, dass sich diese Beinsegmente durchaus mal etwas lockern können auf einer größeren Tour, wenn man auf Reisen unterwegs ist. Da sollte man dann mit dem Imbusschlüssel das mal gelegentlich nachziehen, das kann dann sich einfach mal lockern. Da gibt es aber im Lieferumfang gleich 3 Imbusschlüssel, also man braucht einen zum Kontern, damit dass die Schraube ja nicht durchdreht und dann ja, zieht man das ein bisschen nach. Kein Problem. Und wollte ich aber erwähnt haben, das kann natürlich immer mal sein. Ja, schauen wir nochmal kurz rein. Makroeinsatz will ich mal 2, 3 kleine Beispiele zeigen an Schmalwanzen in der Vulkaneifel. Waren wir unterwegs und haben da auch Fokus-Stacking gemacht, also automatische Schärfenreihe. Da habe ich dann mit der Olympus OMD EM1 und hier dem Serui N 1204 SK aufgenommen und ja, oder auch Feuerwanzen. Schauen wir mal, wie das da in der Praxis abgegangen ist. Ja, hier also der Einsatz bei unserer Makrotour in der Vulkaneifel 7 Tage und hier habe ich das Serui N1204 SK im Makroeinsatz. Hier habe ich die Mittelsäule umgedreht, unten eine Langschiene dran mit Dualklemme und eine Olympus OMD EM1 Mark II und ja, hier habe ich gestackt, verrechnet das Stack, eine Schärfenreihe verrechnet von Langhorn Kleinschmetterling, die ich da ja auf den Blüten erwischt habe und hier bin ich in einem Feld mit, das müssen Sonnenwend ja, Sonnenwendkraut ist das, beziehungsweise Wolfsmilchkraut. Und da ja, habe ich auch so einige Makromotive erwischt. Und jetzt sehen Sie, wie ich da operiere mit dem Stativ. Also es ist vollkommen stabil. Und das ist auch ein entscheidender Vorteil
dass ich hier eine sehr gute Stabilität habe. Ich habe jetzt hier noch einen anderen Stativkopf drauf. Das ist ein Rollei T3S, noch in der ersten Version. Da gibt es schon Nachfolger. Der hat eine sehr gute Haltefähigkeit und deswegen kann ich hier mit der Langschiene auch sehr komfortabel operieren. Ja, schauen wir ein weiteres Beispiel an. Ich bin immer noch hier in der Vulkaneifel, hier an einem See, an einem Grünstreifen davor. Und hier habe ich Schmalwanzen entdeckt und hier habe ich jetzt auch das Serui N124SK im Einsatz. Und hier, die sind sehr klein, die Wanzen. Sehen eigentlich aus wie Wanzenlarven, sind aber schon ausgewachsene Tierchen. Ich schätze sie mal auf 10 mm Größe, also mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Da muss ich schon ganz dicht aufrücken. Habe hier einen Olympus 60 2,8 auf Mindestdistanz, 8 cm Frontlinsenmotiv. Und nehme hier einen Makro-Panorama-Stack auf. Also ich stacke hier automatische Schärfenreihe, aber mache ein Panorama und nutze hier die Mittelsäule. Und verschiebe dann den Ausschnitt nach oben. Hier kann man sehen, ja, einige bewegen sich ein bisschen, deswegen wiederhole ich das. Ich habe ein bisschen Wind und brauche also eine sehr gute Stabilität hier am Stativ, damit sich die Fehler nicht subsumieren und potenzieren. Und hier kann man sehen, wie ich in Umkehrstellung mit der Stativsäule das Makropanorama verschiebe den Abschnitt und aufnehme. Und ja, die Gängigkeit der Mittelsäule ist sehr gut. Das hakelt nicht. Und da kann ich eben auch solche feinen Panoramen, hier ist das zu sehen, verrechnetes Panorama als Stack jeweils, vier Abschnitte verrechnet, aufgenommen, eben mit Hilfe des Serui N1204SK. Hier auch noch im Detail zu sehen, also hat sehr gut geklappt. Ist ein bisschen Arbeit, so ein Makropanorama zu verrechnen. Stellen wir auch genau nochmal im Buch Focus Stacking Makrofotografie für Profis und Einsteiger vor. Ja, und hier haben wir noch ein anderes Motiv, wieder im Bodenbereich. Umgedrehte Mittelsäule, Langschiene ran zum Aufrichten oder Traumflieger in Teleshoot Einstellschlitten. Und da hat Olaf vier Feuerwanzen entdeckt auf einem Blatt und hat mich dann dazu gerufen und gesagt, hier gibt es ein tolles Makromotiv. Hier habe ich jetzt noch ein anderes Makroobjektiv drauf, wie die Olympus oder ein DM1 Mark II. Hier habe ich jetzt ein 30er M-Zuiko Makroobjektiv. Das hat noch ein bisschen mehr Vergrößerung, 1,25-fach. Und hier verrechnet das Deck von den Feuerwanzen, ja, mit Hilfe des Serui N1204SK aufgenommen. Also es hat mir wirklich Spaß gemacht und das ist kein Spruch. Die Stabilität hier bei den Schmalwanzen, Makropanorama, das war ja schon an sich grenzwertig, weil es schon ein bisschen windig war. Da brauche ich dann natürlich am Stativ absolute Stabilität, weil ich sowieso ja schon mit Restfehlern leben muss. Und wenn ich dann noch ja, nicht ganz stabiles Stativ hätte oder wenn die Mittelsäule keine gute Gängigkeit hat, das hatten wir bei alten Serui-Stativen ab und an mal, dass wenn ich das hier gelockert habe, dass die Gängigkeit nicht so super war. Das stört oft nicht, aber es kann mal sein, wenn man jetzt wirklich eine feine Justierung für so ein Makropanorama machen will, hatte ich ja auch über Kopf. Ja, dann braucht man eine gute Gängigkeit, auch von der Mittelsäule, und das hat Serui hier realisiert. Ja, sprechen wir nochmal über die Mittelsäule. Die Mittelsäule kann man umdrehen, die ist zweigeteilt, das heißt, hier ist ein Gewichtshaken, der ist auch gefedert. Ich finde den eigentlich wenig sinnvoll, weil man hängt da eigentlich nichts dran, verbessert auch die Stabilität nicht, haben wir sogar ermittelt, wir haben ja auch einen großen Stativtest, da haben wir auch mal genau ausgemessen, erhöht das eigentlich die Stabilität? Nein. Vielleicht im Sturm, dass das nicht wegweht, aber im Sturm kann man sowieso mit dem Stativ wenig anfangen normalerweise. Also macht nicht so sehr viel Sinn, sicherlich kann man da mal was ranhängen, aber ich hätte es lieber gesehen, wenn man hier ein Anschlussgewinde hätte, ein normales oder ein Pin sogar, um einen zweiten Stativkopf anzusetzen. Da aber gleich nochmal kurz was zu. Also die kann ich hier umdrehen, ohne weiteres. Und das ist überhaupt kein Problem. Die ist auch verdrehgesichert. Also hier ist so seitlich noch eine Aussparung. Und das geht also unproblematisch.
jetzt bin ich in Überkopfstellung und ja, wir arbeiten ja auch dann mit Langschienen, das hatte ich ja gerade auch gezeigt, oder mit dem Traumflieger IntelliShoot Einstellschlitten und nutzen diese Position sehr gerne. Man kann natürlich alternativ die Beine umknicken, hatte ich ja gerade als Transportposition gezeigt. Das hat aber den Nachteil, dann hat man die Verstellung, die Fixierung der Mittelsäule hier unten. Und das ist dann nicht ganz so komfortabel. Mir ist es lieber, das hier oben frei liegend zu haben, dass ich die Mittelsäule verstellen kann. Ja, und man kann sie halt umdrehen. Nur, ich habe jetzt hier oben, wie gesagt, das Ding kann ich zwar abschrauben, dann habe ich aber kein 3/8 Zoll oder kein 1/4 Zoll Anschlussgewinde, um da noch einen zweiten Stativkopf aufzusetzen. Da komme ich aber auch gleich nochmal kurz zu. Ja, was passiert, wenn ich das hier rausdrehe? Ich nehme das nochmal in die Normalposition. Hier kann man es nämlich sehen. Das ist nämlich eine geteilte Mittelsäule. Dieses N steht bei Sirui für Stative mit einer teilbaren Mittelsäule. Die Mittelsäule teilbar hat dann den Vorteil, dass ich jetzt dieses untere Teil loswerde, wenn ich es möchte. Hier ist nämlich so eine ganz lange Schraube drin. So lang ist das Teil, damit er das obere Verbindungsstück, dieses Teil, komplett verschrauben kann. Ja, und jetzt habe ich eine kurze Mittelsäule. Und jetzt komme ich natürlich ganz tief in den Bodenbereich rein. Ich kann die Beine natürlich auch weiter abspreizen. Und komme jetzt auf, normal komme ich dann, ich glaube, auf 36 cm, wenn ich die Mittelsäule in voller Länge nutze. Dann guckt sie natürlich hier unten raus, dann kann ich ja nicht beliebig tief in den Bodenbereich kommen, aber jetzt stört sie nicht. Jetzt habe ich nur noch die kurze Mittelsäule und ja, hier kann man das sehen. Den Stativkopf, den misst man ja eigentlich nicht mit. Also bis hier sind es dann vom Boden aus gerechnet 18 cm, also ich komme deutlich tiefer in den Bodenbereich und das ist natürlich der Vorteil der kurzen Mittelsäule. Ja, wenn ich die dann wieder rauf haben will, das geht natürlich auch ganz schnell. Angeschraubt hier. Und das Schöne ist, das hakelt jetzt auch nicht. Hier ist zwar noch eine kleine Verbindungsposition, das ist natürlich klar, aber es hakelt jetzt hier nicht. Das stört überhaupt nicht und lässt sich sehr schnell an- und abschrauben. Also das ist eine tolle Sache. Ja, und dieses längere Verbindungsstück, das ist auch noch möglich, da das Einbein mit zu verlängern. Hier gibt es nämlich ein Einbein, hier gibt es eine Kennzeichnung Monopod. Das kann ich hier abschrauben. Und ja, dann kann ich das Ganze hier anschrauben. Und hier oben an diesem längeren Teilstück kann ich dann auch noch die Kopfplatte aufsetzen, da wo der Stativkopf drauf sitzt. Ja, und das ist auch eine ganz feste Verbindung, ja, wo ich schon mal da bin. Hier haben wir Kältegriffe, Schaumstoffgriffe, 3 Stück. Auch sehr schön, auch ein Komfortmerkmal, sind auch geklebt, also die rutschen jetzt nicht weg, fassen sich super an. Ja, kommen wir noch mal kurz zu den Verschlüssen. Die Verschlüsse, das Tolle ist ja nicht nur, dass die Beine selbstständig ausfahren, ohne dass ich sie nachziehen muss, sondern es sind Schnellverschlüsse, Drehverschlüsse und ich muss jetzt nur eine halbe Drehung machen. Also ja, eigentlich nur eine Vierteldrehung, dann sind die fest. Sitzen auch super im Griff und öffnen kann ich sie auch. Und wenn ich sie dann verschließen will, die Beinsegmente mit einem Griff, ja, kann ich eben mit einem Griff machen oder auch öffnen. Und auch wieder schließen und ja, hervorragend. Die sind gummiert, sehr angenehm. Tja, besser geht es eigentlich nicht. Fassen sich gut an. Ganz kleine Idee, weicher. Also es ist natürlich Gummi. Es ist kein Hartplastik, das hat man auch manchmal. Es gibt auch Stative, die haben Metall. Da bin ich nicht so ein Freund von. Das wirkt sehr harsch, vor allem wenn man das häufiger macht. Das ist hier ja eigentlich perfekt gelöst, ich finde. Ja, schauen wir nochmal ein paar kleine Features. Klein, aber fein. Hier an der Stativschulter, wie gesagt, das ist hier Metall, das dürfte Magnesium sein, haben wir eine Wasserwaage, die ist hier also auf dieser Ebene eingelassen.
Das hat natürlich den Vorteil, wenn man zum Beispiel Panorama aufnimmt oder Videoschwenks macht, da muss die Basis, das ist entscheidend, da nützt es nichts, wenn man hier eine Wasserwaage hat, im Kugelkopf, das kann sich nicht verdrehen und wenn man das dann dreht, dann gerät man trotzdem in Schräglage. Also die Basis muss man ausrichten, waagerecht ausrichten und da hilft natürlich diese Wasserwaage hier in der Stativschulter. Das muss man natürlich dann so ein bisschen austarieren, wenn der Untergrund nicht ganz gerade ist, dann ja, tariert man das dann natürlich über die Stativbeine aus, bis man das erreicht hat. Da gibt es natürlich auch andere Lösungen. Da gibt es auch teilweise bei professionellen Panoramafotografen, die nutzen dann auch Stative mit Nivelliersockel. Das ist dann schon deutlich aufwendiger. Da braucht man dann hier auch noch so eine Halteschale, wenn man sowas hat. Das ist natürlich für Panorama-Freaks sicherlich auch interessant. Aber es ist schon toll, dass das überhaupt da ist. Und das macht hier wirklich Sinn. Hier ist auch noch ein Anschlussgewinde, 1/4 Zoll. Ja, was kann man damit anstellen? Eine ganze Menge, alles mögliche an Zubehör. Man kann hier zum Beispiel einen kleinen Stativkopf eindrehen oder eine Klemme. Und ja, da kann man natürlich eine zweite Kammer anschließen. Ich zeige das mal hier mit einem Haltearm. Das ist so ein Manfrotto-Haltearm. Den kann ich hier ins Gewinde natürlich eindrehen und so, jetzt habe ich hier einen flexiblen Haltearm und da könnte ich jetzt zum Beispiel ein Tablet einklemmen. Das nutze ich jetzt sowieso, weil ich mich jetzt gerade filme und das kontrolliere. Also, ja, das kann man natürlich alles noch komfortabler machen. Hier noch ein Kugelkopf zwischen. Und dann, das ist hier ein iPad, 12,9 Zoll, also ein großes iPad Pro. Ja, das funktioniert ganz gut. Und da kann man natürlich alles mögliche andere an Zubehör anschließen. Also das ist ein echter Mehrwert, wie ich finde. Ich glaube, Ceroy hat sich das bei Manfrotto abgeguckt. Bei Manfrotto habe ich das nämlich zum ersten Mal gesehen. Sei es drum, wie auch immer. Das ist eine super Sache. Und einfach noch ja, ein Mehrwert, weil man jetzt einfach noch eine Option mehr hat, da noch ein Zubehör zu nutzen. Man kann natürlich vieles auch auf dem Blitzschuh der Kamera nutzen, aber es kommt immer darauf an, wie man die nutzt. Vielleicht hat man da ja schon was anderes drauf, ein Mikrofon oder eine Taschenlampe und will dann noch ein Tablet. Dann braucht man nicht ein Zweitstativ, dann kann man das vielleicht mit so einem Haltearm machen. Ja, schauen wir nochmal hier oben rauf. Wie gesagt, so ein super Fan von dem Kopf bin ich nicht, aber das kann man auch anders sehen. Hier haben wir jetzt den Stativkopfanschlusspin. Der ist normalerweise mit 3/8 Zoll, das ist auch üblich. Den kann man aber umdrehen. Also den drehe ich jetzt einfach um, wenn ich mal einen Stativkopf oder irgendein Zubehör, Systemblitz zum Beispiel, habe, der dann nur 1/4 Zoll hat. Oder ich will die Kamera direkt ansetzen ohne Stativkopf, habe ich auch 1/4 Zoll. Ja, das ist super gelöst. Der dreht sich auch hier so automatisch ein bisschen raus und dann drehe ich ihn um. Hervorragend gelöst von Ceroy. Besser geht das eigentlich nicht. Ja, und den Stativkopf, wenn man hier jetzt einen Kugelkopf hat, den kann man auch kontern. Hier sind so Madenschrauben, das sind so kleine Imbusschrauben, die kann ich rausdrehen und dann konter ich einen Stativkopf, der wird dann von unten gegengedrückt. Da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn er eine Panoramaebene hat, dass die dann noch gängig bleibt. Also kann man nicht beliebig fest anziehen, aber es kann schon nerven, wenn sich der Stativkopf abdreht, so wie hier. Und man will das eigentlich gar nicht. Passiert einem vielleicht mal aus Versehen. Kontert man über die Madenschrauben. Ich habe sie auch nicht verloren bisher. Ja, ist auch dabei. Schauen wir nochmal, was hat Ceroy hier noch im Lieferumfang? Es geht nämlich noch weiter. Also das ist unglaublich eigentlich.
Hier haben wir sogar noch Einrichtspikes. Einrichtspikes sind im Lieferumfang enthalten. Das sind jetzt nicht die längsten. Das sind vielleicht, schätze ich mal, 2-2,5 cm, irgendwo sowas in dem Bereich. Die kann ich jetzt austauschen. Die Gumminoppen hier unten kann ich rausdrehen. Und stattdessen kann ich die Spikes hier eindrehen. Das ist natürlich mal interessant, wenn man einen gefrorenen, glatten Untergrund hat zum Beispiel. Oder man möchte eine Krautschicht durchstechen. Da ist man vielleicht auf einem moosigen, krautigen Untergrund und hat nicht so richtig Halt und sucht noch einen festeren Untergrund. Das kann man natürlich dann besser durchdringen mit solchen Spikes. Hier sind auch noch Aussparungen, die kann man dann also auch noch festziehen. Das kann man mit dem Imbusschlüssel einfach durchstecken und dann festziehen. Das gilt auch für die Gummistopper hier. Die kann ich, hier ist auch eine Aussparung, die kann ich auch nochmal ordentlich festziehen, wenn ich das möchte. Ich habe sie aber jetzt nicht verloren oder so. Und ja, also im Detail ist das genial, das Stativ. Also ungelogen. Da bin ich wirklich ein Fan. Da hat sich mal wirklich jemand richtig Gedanken gemacht und das Maximum wirklich rausgeholt, bis auf... Ich hatte es ja schon erwähnt, was ich schade finde, soweit ist Serie, soweit haben sie noch nicht gedacht, dass ich jetzt hier kein zweites Anschluss, kein Gewinde habe oder einen Anschluss-Pin für einen zweiten Stativkopf. Der Trick mit dem Doppelkopf, ja, das ist schwierig. Was habe ich gemacht oder was mache ich? Ich kann die Mittelsäule austauschen, das habe ich hier zum Beispiel gemacht. Eine andere Mittelsäule, die ist jetzt auch von Serie, die passt jetzt hier auch. Da habe ich mir auf der Rückseite, die haben noch andere Lösungen, da habe ich mir ein Gewinde reingebohrt mit einem Gewindeschneider und, oder das habe ich hier gemacht und dann kann ich noch einen zweiten Stativkopf anschließen. Tja, das ist für Freaks, die jetzt ausgerechnet zwei Stativköpfe brauchen. Da kann man natürlich überlegen, ob man dann sagt, na gut, dann besorge ich mir vielleicht noch eine alternative Mittelsäule. Aber ich sag mal, viele werden auch so oder so absolut begeistert von diesem Stativ sein. Ich bin es zumindest. Und ja, sprechen wir nochmal kurz über Stabilität. Wir haben ja eine Stabilitätsmessung für Stative. Da gucken wir uns natürlich an, wie stabil ist es voll ausgezogen mit verschiedenen Gewichtsauflagen. Eine Standardgewichtsauflage ist hier eine Sony A7 Mark III. Da gehen wir dann in die 11,7-fach Lupe, also maximal. Tippen die Kamera an und schauen mit der Stoppuhr, wie lange wackelt das nach. Kann man auch perfekt reproduzieren. Ja, dann schauen wir mal, wie stabil das Stativ dann eigentlich ist. Stabilität hervorragend. Deutlich unter 2 Sekunden im Gesamtschnitt. Also ich habe eben da noch eine 5D Mark IV und ein 70-200er 2.8er gehabt. Da kommt er voll ausgezogen hier etwas über 2 Sekunden, wenn ich antippe in der 10-fach-Lupe dann. Aber wenn ich es dann halb ausgezogen habe mit diesem schon höheren Gewicht, muss man sagen, dann nähern wir uns auch unter 2 Sekunden an. Also 2 Sekunden ist eigentlich so die Marke, wo ich sage, okay, wenn man jetzt keinen Fernauslöser nutzt, viele Kameras haben 2 Sekunden Selbstauslöser, wenn man den nutzt, dann sollte das schon ausgeschwungen sein und keine Verwackler mehr erzeugen nach diesem 2 Sekunden Selbstauslöser. Deswegen 2 Sekunden ist so eine Marke, wo wir sagen, alles was unter 2 Sekunden ist, ist einfach hervorragend. Und im Vergleich zu anderen Stativen in dieser Gewichtsklasse 1,4 Kilo ohne Kopf. Also nicht zu schwer, noch relativ leicht, kein Ultraleichtstativ, aber angenehm leicht, muss man sagen. Aber es ist so genau richtig, es ist kein Ultraleichtstativ, das muss man wissen. Also als Zweitstativ würde ich sagen, als Zweitstativ wäre mir das ein bisschen zu viel, aber als Erststativ nehme ich das Gewicht, es hat ein bisschen Gewicht, doch gerne in Kauf, weil ich
Diese ganzen Feature, diese sehr, sehr gute Stabilität, auch im Vergleich zu anderen Stativen in dieser Gewichtsklasse, liegt das im absoluten oberen Bereich von der Stabilität her. Es gibt nicht viele Stative, die vergleichbar stabil sind, laut unserer Messung. Also im obersten Bereich von der Stabilität her und von den Funktionen, von der Gängigkeit her, hervorragend. So, das soll es nun sein. Finden Sie im Traumfliegershop. Findet ihr im Traumfliegershop. Nicht ganz billig, aber das geht auch nicht anders. Qualität hat seinen Preis. Ist jetzt keine Dr. Oetker-Werbung oder so. Ceroe hat meine allergrößte Hochachtung, weil sie sind echte Freaks. Sie sind auf Qualität aus und verbessern sich immer, immer weiter. Ja, und besser geht es eigentlich nicht. Also Kompliment an Ceroe. Finden Sie und findet ihr im Traumfliegershop. Lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen. Und ja, ich hoffe, dass ich es einigermaßen vermitteln konnte, dass ich auch wirklich begeistert bin. Und es ist mein Hauptstativ im Moment, wo ich viel Freude habe. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Stative, auch sehr gute Stative, ohne Frage. Wir haben auch Eigenstative, Traumflieger C3, C2 oder C4, deutlich günstiger und die sind natürlich auch gut, aber auch andere Hersteller haben natürlich hervorragende Stative. Wir haben einen Stativtest, einen umfangreichen, ich kenne eigentlich keinen umfangreicheren, im Web, Traumflieger Stativtest, einfach traumflieger.de/Stativtest eingeben. Und da haben wir auch noch dieses Stativ und auch viele weitere Stative mit Stabilitätswerten und Bewertungen und eine große Übersicht. Sehr beliebt, der Stativtest bei uns. Schaut rein, schauen Sie rein. Da finden Sie auch noch und findet ihr noch viele weitere Infos. So viel im Moment zum Traumflieger, zum Ceroe N1204SK. Das 1204 nochmal kurz erklärt. 12 ist der Durchmesser hier unten, 12 mm. Und 4 steht dann für die Anzahl der Beinsegmente. Wir haben 3 Auszüge, aber 4 Segmente. Also das ist die 1204. Ja, und das N steht dafür, dass eine geteilte Mittelsäule ist. Und das SK, keine Ahnung, was sie sich ausgedacht haben, hat sicherlich auch irgendeine Bedeutung. Sei es drum, tolles Stativ, macht's gut, machen Sie es gut und bis bald.